Willkommen zurück bei Yoshi's Crafted World. So, ich spiele heute alle Spiele durch. Ich sag's euch, ich habe gerade eben noch Skyward Sword angefangen, aber dachte mir, bevor ich nochmal Skyward Sword mache, mache ich lieber Yoshi, weil ich heute Abend eventuell keine Zeit mehr habe, aber heute auf jeden Fall einmal Yoshi mit euch spielen möchte. Wir sind hier stehen geblieben auf der Pappkarton. Nicht hier in den Bildschirmschonermodus. Bildschirmmodus. Bildschirmschoner-Modus gehen. Pappkartonkuppe. Ne? Zugreise mit Pfiff haben wir gemacht, das war mega geil. Super Level mit dem Zug, fand ich super. Und jetzt geht's hier oben weiter mit, ich glaube, dem nächsten Boss. Gemauserte Magneten. Da gibt's wieder 10 Blümchen. Gab's sogar 13. Ach, wegen dem Bonus. Okay, die 2 fehlen uns und wegen der Rückseite. Ja, wobei, das Level können wir jetzt gerade eigentlich mal machen, oder? Im Rückwärtsmodus, wenn ich jetzt gerade so überlege. Wenn wir das Ganze rückwärts machen, ist es ja nochmal wie ein neues Level eigentlich. Wegen den Toneinstellungen, wie immer, ich kann euch nicht versprechen, dass das gut funktioniert, weil ich wieder wegen verschiedenen Spielen immer das alles umstellen muss. So, Zeitdruck, Leute, ne? Die Idee mit dem Zug ist einfach nur mega, ne? Wow. Es ist so doof. Es ist einfach so doof. Okay. Boah, was für eine Steigung ist das denn bitte? Okay. Alles klar. Ich sehe keinen Hund. Schön die Augen offen halten. Hier geht's runter, Mensch. Da gehen wir gleich lang, erstmal hier hinten hin. War da nicht gerade ein Hündchen? Da ist er ja. Nummer 2 von 3. Oh mein Gott, die Fliege, die mit ihrem Schwanz wackeln! Oh! Wenn die nicht ernst, oder? Auf geht's! Ja, ist die Frage, ob wir nicht die Level auch alle rückwärts spielen. Ich bin noch unsicher, weil irgendwie ist es jetzt doch wie ein anderes Level, ne? Es ist thematisch das gleiche, aber es spielt sich schon komplett anders eigentlich. Thank you.
Das war's. Oh mein Gott. Nein, das können die nicht machen. Okay. Das war aber gut, oder? Ich glaube, das war richtig gut. 4 Minuten 30, wir haben alles. Top. Ist halt die Frage, ne, ob wir das einfach mit allen Leveln machen. Es macht schon Spaß. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sich das wirklich repetitiv anfühlt. Das stimmt halt nicht. Schon cool irgendwie. Schön. Okay. Gemauserte Magneten. Wir spielen das nächste Level. Ich mache mal gleich danach nochmal ein altes Level mit Rückseite. Wie gesagt, ist ja, können wir frei entscheiden, was wir jetzt als nächstes machen. Ist aber schon lustig. Also dann scheint die Idee ja doch aufzugehen. Es fühlt sich nicht an wie das gleiche Level auf jeden Fall. Yucky! Was ist das hier jetzt? Really? Das ist auch wieder eine geile Idee, oder? Was sollen denn diese angedeuteten Ureinwohner Shy Guys hier? Ja, ich habe den Magneten da oben gesehen, aber hier ist ein komischer Fragezeichenstein. Okay. Kann ich hier oben auch was dran bewirken irgendwie? Nichts Sinnvolles, ja. Nehmen wir den Magneten mal mit, oder? Wow! Okay. Wir müssen ihn sogar mitnehmen, ja. Okay. Ich nehme diesen Magneten, Mensch. Okay. Jelly Beans. Was? Das ist ja voll die Schleichwerbung, oder? Das möchte ich nicht. Okay, Blume Nummer 2. Die größte Änderung gameplaymäßig ist, dass man die Wollknäuels, die Eier, wie auch immer, nicht ausspucken kann, sondern man muss wirklich... man muss die immer erst zu Eiern verarbeiten, also immer runterschlucken, bevor man die wirklich aktiv benutzen kann. Ne, bei Wally World konnte man die ausspucken, die Wollknäule. Haben wir hier Yosta Cookies Squares. 12 Cookies, oder ist das hier gar nicht richtig Jelly Beans gewesen? Jelly Beans. Irgendwie schon. Lustig, oder? Komisch. Was ist das hier jetzt? Das Magnethaus oder was? Und wir gehen durch eine Pappwand durch. Was ist das für eine Katze hier hinten? Ach, das ist eine... Ach, ich verstehe. Versteht ihr? Die haben natürlich Angst vor der Katze, die wir gerade aufgepumpt haben hier. Und deshalb fallen die runter vor Schreck. Ach, wie geil ist das denn gemacht? Geh mal einfach davon aus, dass es hier noch ein Secret gibt, wenn wir die alle platt machen. Nicht? Okay.
Ja, so eine Idee gab es schon wieder. Das ist total bescheuert. Da ist nichts. Okay. Nein! Oh, ich habe gar nicht geguckt, was hier kommt. Das ist zeitmäßig nicht möglich. Okay. Dreh dich rum. Perfekt. Aha, wir bekommen die Sekunden, glaube ich, wieder nicht zusammen, ne? Der minimal verwirrend hier. Wow! Okay. So, dann haben wir da hinten wieder so ein komisches Ding. Merkwürdig. Und die beiden Mäuse haben Angst. Weil wie die Mäuse so schön wie so Diebe die Augenbinden aufhaben, ne? Das muss man auch erstmal verstehen, was man da machen muss, ne? Okay. Zeitdrucksachen. Boah. Okay, da müssen wir mit Magneten hoch. Wie geht das denn? Ach, come on. So. Aha. Ah, und jetzt kann ich hier... Okay, ich verstehe. Und die Blume. Okay. Ah, nein. Ah. Komme ich da jetzt nicht mehr drauf? Oh. Okay, man braucht beide Magneten wieder. Okay. Ah, ich verliere viel zu viele Leben die ganze Zeit, ne? Ich passe irgendwie nicht richtig auf. Okay, hier ist nochmal das Spiel.
Okay, sind noch ein paar, nicht mehr so viele. So bescheuert einfach, es werden immer mehr, ne? Kann das sein, dass es nicht weniger werden? Okay, sehr schön. Wofür genau ist es der zweite Magnet? Das ist mir jetzt nicht ganz klar. Okay, jetzt haben wir zwei. Einer ist da. Die hätten wir gar nicht dahin bringen müssen. Das ist ja äußerst interessant. Ah, okay, hier brauchen wir beide für. Ich verstehe. Nein! Oh mein Gott. Dann gehen wir da auch nochmal drauf. Aha. Okay. Nein! Oh, ich guck aber auch nicht, ne? Kann ich wahr sein. Okay. So, jetzt fehlt uns noch eine Münze. Wow. Okay, Moment mal. Da kommen wir doch dran. Da müssen wir jetzt. Das ist hier ein bisschen komplizierter hier. Wobei, jetzt überlege ich gerade. Wahrscheinlich wäre da oben Secret gewesen, ne? Das ist so perfekt dafür geeignet hier. Ein Secret! Ach komm. So. Nummer 1 und dann Nummer 2 auf die rechte Seite. Oder eher gesagt höher, ne? War nicht so toll. Dreh dich um! Okay, da war ein bisschen Glück im Spiel. Nirgendwo eine Münze. Hier ist jetzt eine rote Münze, das kann doch nicht wahr sein. Eine einzige, nein. Okay, aber alle Blumen, immerhin das. Mann, 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 schade. Yoshi. Hm. Am schwersten ist tatsächlich für mich irgendwie diese 20 Leben zu behalten. Das fällt mir unglaublich schwer, weil ich dann doch wieder irgendwie nicht aufpasse und doch getroffen werde. Gut. Warum machen die sowas? Das ist einfach so süß, so unnötig süß. Das ganze Level könnten wir wieder rückwärts machen. Ne? Das ist halt schon, was wir lernen hier von uns. Boah, ich brauche Utensilien, aber wo waren sie noch gleich? Ach ja, Pappkartonkuppel. Los geht's. Nötige folgendes. Antlitzfels. Ein scharfes Auge kann ihn während der Zugfahrt erspähen. Einfach mit einem Ei abwerfen. Ja, wie gesagt, wir müssen eigentlich dann wirklich alles nochmal machen. Machen wir einfach einen normalen Durchlauf und danach wiederholen wir ein paar Level. Oh, ich bin so kaputt, hätte ich doch nur 15 Grinseblumen. Wir haben hier nur 53, also das macht gar kein Problem, hier weiterzukommen. Machen wir so, ja, wir spielen das Spiel einmal komplett durch. Danach machen wir dann ein paar Level rückwärts, danach sammeln wir mal ein paar Gegenstände, so dass wir das ganze Spiel nochmal ein bisschen auskosten. Mir geht's blendend. Oh, der ist aber voll gegessen. Ich gehe auch sofort aus dem Weg und hopp.
Ah, vielen Dank. Wie hast du denn hierher gefunden? Ja, auf der Suche nach Traumjuwelen, verstehe. Neulich flog ein Kerl mit blauem Bademantel vorbei. Hat wohl gerade geduscht. Ihr wisst, wen er meint, ne? Er sah aus, als hätte er nichts Gutes im Sinn. Also immer schön aufpassen. Das mit den Traumjuwelen sollte man besser nicht hinausposaunen. Oh, das ist eine Burg. Das ist eine Festung, oder? Levelname? Fragezeichen. Oh, Leute. Oh mein Gott, ich glaube, das ist die erste Festung. Vielleicht ist es auch alles die erste Welt gewesen. Weil wir haben ja noch nicht ein einziges Traumjuwel. Also wenn es 5 Traumjuwelen gibt mit 5 Welten, haben wir nicht mal die erste geschafft, fällt mir gerade ein. Und das ist echt eine Bosswelt. Also eine Bossfestung, Bosslevel. Ist eines dieser Juwelen wirklich hier gelandet? Ja, irgendwo in dieser Gegend. Bäh, da ist Yoshi. Na, wie kommt der so schnell hierher? Moment mal, hat er etwa schon ein Juwel entdeckt? Sollen wir die Wahrheit sagen oder sollen wir lügen? Warum dürfen wir uns jetzt entscheiden? Wir lügen mal nicht. Wir sind ehrlich. Ah, was? Wo? Ich glaube, er flunkert, eure Fieslichkeit. Na, du lügst doch, du Lügenbeutel. Ich brauche mein Juwel jetzt sofort. In der Tat, eure Verdrießlichkeit. Und aus dir mache ich Vogelfutter, du kleine Kröte. Was passiert hier? Dosenkondor. Oh. Das ist echt der erste Bosskampf, fällt mir gerade auf, Leute. Krass. Schon böse Eier hier, ne? Mit so Stacheln dran. Wie süß deine Beine aussehen. Einfach nur so 2 Pappstreifelchen. Wow, Papierflieger! Ah, wie kann man ein Spiel so konsequent mit einem Stil machen? Das ist so geil einfach. Genau wie Wally's World. Das ist der Wahnsinn. Ganz ruhig! Oh, oh. So fabelhaft, wirklich. Wow! Wow! Okay, das war schon ein bisschen mieser. Unten getroffen. Wie habe ich das denn gemacht? Okay. Geschafft. Perfekt.
du hältst dich wohl für sehr cool. Tja, falsch gedacht, du Stöpsel. Was ist das für Beleidigung? Oh Mann. Wir haben den ersten Traumjuwelen. Traumjuwel erhalten. Och Mann, das ist so süß, oder? Ich weiß ja nicht, es ist schon ultra süß. Ich habe so zwei, drei Sachen, die mir in Wally's World tatsächlich besser gefallen haben, aber es ist so mega drollig einfach. Oh nein, Vogel traurig. Und es geht weiter. Kann ich das hier auch umgekehrt machen? Nee, okay, den kann man nur vorwärts machen. Dann machen wir das so, ich will jetzt nicht mit der neuen Welt anfangen. Wir machen mal einfach ein altes Level nochmal umgekehrt, ja? Guck mal kurz, was für eins. Sollen wir einfach, was ist hier mit Minenwagenhöhle? Ja, machen wir es einfach umgekehrt, oder? Das ist wahrscheinlich extrem schwierig, denke ich mal, was ganz ja ein bisschen mit Zeitdruck jetzt ist. Und dann mit den Minenwagen schieben. Wir gucken mal. Aber wie gesagt, ne, ich will jetzt eigentlich auch nicht das Spiel hauruckmäßig durchspielen, wenn man dann durch das Rückwärtsspielen der ganzen Level nochmal ganz neue Erfahrungen macht. Ist übertrieben, oder? Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ich gehe nochmal kurz zurück. Mit einer Sache bin ich mir gerade ein bisschen unsicher. Hier ging es ja rein. Ist hier vielleicht noch einer irgendwo? Nein. Okay. Komm her. Hat uns jetzt nicht wirklich weitergeholfen, ne? Da höre ich doch ein Bellen, oder? Aha, auf dem Minenwagen also. Nummer 2. Es geht ja schon tatsächlich fast nur um die Zeit hier, ne? Ja, okay. Das macht keinen Sinn.
Nein. Ah, ärgerlich. Soll ich ihn bellen? Aber wo? Hier unten drin. Brauch dich, Kollege. Komm mit. Okay, wir haben alle drei. Und auf zum Ziel, beziehungsweise zum Start, ne? Da brauche ich auch nochmal eine Bombe. Hier unten, komm. Wow. Na komm, das gibt uns alle, oder? Nein, wir waren zu langsam. Ach, hör auf. Ich glaube, wir waren zu langsam. 3 Minuten 30? Können wir eigentlich nochmal machen? Überlege ich jetzt gerade. Wenn wir das so zielgerichtet machen wie gerade. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich zu viel Quatsch gemacht habe eigentlich, ne? Wir können wirklich sehr, sehr geradewegs durchlaufen. Wenn ich den Weg richtig finde. Aber es war jetzt eigentlich sehr einfach, oder? Ich habe mich sehr viel unnötig aufgehalten. Okay, auf geht's. Ah, come on. Ja, easy. 2 Minuten. Guck ich jetzt mal an, wie viel Zeit wir hatten. Hallo, willkommen im Livestream. Kommt heute wieder um 18 Uhr Gothic. Ja, nein, ja, nein. Moment, ich frag mal kurz in der Regie nach. Eventuell ja, das wird noch bearbeitet, weil ich da was verändern musste. Also weil was verändert wurde an dem Video, aber also ich sag mal, wahrscheinlich schon, das sind noch über 2 Stunden. Sonst kommt es vielleicht auch ein bisschen später, aber heute auf jeden Fall noch eins, denke ich mal. Wahrscheinlich auch um 18 Uhr. Zu 70%. Okay, wir haben es geschafft. Egal. Wir reden nicht über Gothic, wir reden über Yoshi. Ja, wir haben es geschafft. Perfekt. Ja. Cool.
Da fehlt uns jetzt nur eine einzige Blume und die fehlt uns wegen dem Hauptlevel, ne? Genau, wegen den 5 Leben. Alles klar. Gut, so viel dazu. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine Pause. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit dem nächsten Gebiet. Wie gesagt, Level gespiegelt spielen machen wir jetzt so nebenbei. Und ansonsten machen wir das Ganze erstmal so, dass wir jedes Level einmal hauptmäßig spielen. Außer es sind so geile Level wie das mit dem Zug. Ne? Sowas machen wir dann direkt doppelt, was ultra Spaß gemacht hat. Gut, beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Yoshi's Woolly World. Yoshi's Crafted World natürlich. Und ja, bin gespannt. Dann haben wir jetzt quasi erst ein Fünftel. Ich dachte, das Spiel wäre ultra kurz. Ich habe mich schon extrem darüber aufgeregt, dass jede Welt nur ein Level hat. Aber scheinbar war das ja jetzt eine Welt bis hier. Ne? Mit verschiedenen Abschnitten. Pappkartonkuppe ist dann quasi ein Abschnitt dieser Welt. Und davon gibt es 5 Stück. Ich dachte schon, wir hätten jetzt quasi schon 5 Welten durch oder sowas. Okay, beim nächsten Mal geht's ja weiter mit Crafted World. Ich freue mich drauf. Ciao. Thank you.